Und wieder einmal ist ein neuer Tag angebrochen hier im Stardew Valley. Es ist Freitag und ich stehe mal auf. Willkommen zurück. So, heute scheint die Sonne und morgen wird es, was? Schneien? Ich hoffe nicht. Morgen wird es regnen. Super geil. Yo, das ist gut. Zeit zu feiern. Yeah. Denn wir können endlich unsere Gießkanne upgraden und das ist eine super Nachricht. Eine super duper Nachricht. Da freue ich mich. Die Marmelade ist auch fertig, da freue ich mich doppelt. Das kommt jetzt alles mal hier rein. Weg damit. Weg mit der Marmelade. Ah, super. Und ja, bewässern wir jetzt erstmal die Felder. Und während wir so am Bewässern sind, kann ich ja mal erzählen, was gerade so abgeht. Denn diese Folge ist tagesaktuell. Das heißt, wenn sie heute erscheint, habe ich sie heute auch aufgenommen. Das ist super, ne? Und so kann ich auch viel besser auf die letzte Episode eingehen. Denn da habe ich ja gefragt, ob wir eventuell etwas an dem Grundkonzept hier ändern möchten. Weißt du, da habe ich ja vorgeschlagen, eventuell mal so eine Woche zusammen zu cutten, anstatt jeden Tag einzeln zu zeigen. Und die Stimmen waren interessant. Also die Meinungen. Die Stimmen und Meinungen, denn es wurde gesagt, Zusammenschnitte gerne, aber es gab auch Leute, die sagten, live dabei sein ist toll. Und ja, ich weiß nicht. Also, die Live-Leute sind irgendwie ziemlich in der Minderheit, aber dennoch finde ich, sie haben einen Punkt. Und ich bin jetzt hier so ein bisschen am Überlegen, wie ziehe ich das jetzt auf? Zumal, wenn man mal drüber nachdenkt, 7 Tage aufnehmen, weißt du, jetzt realisiere ich das erstmal, denn 7 Tage sind ja nicht eben mal so gemacht. 7 Tage nehmen Zeit in Anspruch, 7 Tage zu spielen. Ich meine, eine Folge dauert hier 20 Minuten und das mal 7 pro Tag, das ist ein bisschen heftig. Also vielleicht mache ich das im Winter mal, denn im Winter gibt es scheinbar nicht allzu viel zu tun und deswegen könnte ich da mal einen Zusammenschnitt machen oder hier gen Ende des Herbstes wäre es auch angebracht. Also irgendwann werde ich das generell mal machen in nächster Zeit, also jetzt nicht sofort, denn ich denke, das schaffe ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, also nicht in dieser Woche zumindest, in dieser Woche noch nicht. Obwohl heute Sonntag ist, vielleicht auch nicht in der nächsten Woche. Okay, schon Boy, was geht ab, Mann? Also auf jeden Fall wird geschnitten irgendwann. Irgendwann fasse ich mal alles zusammen und dann schauen wir mal, wie das so rüberkommt, ne? Ich meine, man wird ja eh nichts verpassen, es wird ganz okay, sag ich mal so. Hallo, Jeff, alles klar? Alles klar, Boy. So, dann gehen wir mal kurz hier rein und schauen, wie die Eier sich entwickelt haben. Ja, ein weißes und ein braunes Ei. Man weiß direkt, was von wem kommt. Das ist toll. So, was machen wir damit? Ich habe keine Ahnung. Diese Eier, weißt du? Ich hab so viele Eier im Gepäck, dass ich gar nicht weiß, wohin damit. So, das brauchen wir. Dann brauchen wir das und das. Dann brennen wir mal kurz ein bisschen Eisen und machen uns kurz darauf mal auf den Weg zu Clint, ne? Zu Clint Eastwood. Oder zu Clint dem Schmied. Denn wir müssen heute mal die Gießkanne upgraden. Wir haben alles gegossen. Das heißt, es gibt nichts mehr zu tun für uns. Bezüglich des Gießkannen-Businesses. Businesses. Oh Gott, das ist ja ein schweres Wort. Gießkannengeschäft. Gießkannenaktionen. Generell. Gießkannenzeug, ne? Wir brauchen keine mehr. Erstmal. Morgen wird's regnen. Und übermorgen ist es mir egal, da haben wir die zurück. So, wir müssen in die Stadt. Da wären wir auch schon. Clint, ich will, dass du mir hilfst. Ich habe 8000 Gold. Das Wetter ist komplett unwichtig. Ich bin depressiv. Okay, Clint. Das kenne ich. Bin genauso dran wie du. Genauso arm dran. Wir machen eine Steel Can daraus. Steel Can. Okay, ich werde mich sofort dran setzen, Mann. In 2 Tagen ist das Ding fertig. Ich freue mich. Und jetzt haben wir erstmal nichts mehr zu tun. Das ist super. Wir gehen mal in die Mine, denke ich. Ich kenne dich gar nicht. Ey, weißt du was? Ist mir komplett egal. Wir fahren jetzt mal eine Runde Geoden. Das machen wir jetzt mal. Minen. Ist mir egal, wenn wir heute nicht jeden grüßen. Obwohl, warte mal. Den Zwerg da hinten nehmen wir noch mit. Und dann geht's runter, du. Ola Xuxu Uxut. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Nee? Gut. So hörst du dich nämlich an, Zwerg, Boy. So, runter mit uns. Episode 70. Beziehungsweise Etage 70, ja genau. Etage 70, da haben wir ein bisschen Quartz. Gutes Quartz. Nehmen wir das mal mit.
Dann gibt's hier so einen Skelettboy, der ist nicht so wichtig für mich. Hier gibt's sonst nichts. Ach, hier ist Eisen, perfekt. Eisen haben wir in der Tasche. Ach, siehst du, wir könnten auch mal die Pickaxe upgraden vielleicht, eventuell demnächst. Heute, morgen. Aua! Dreh dich um, Frank! Alter, ernsthaft? Frank war lange nicht mehr in der Mine, der kann sowas gar nicht mehr. Der ist komplett raus. So, hier gibt's nichts. Hier ist einfach mal tote Hose. Wir gehen mal direkt, zurück. Nach oben und, steigen dann direkt auf Ebene 75, denn hier ist irgendwie gar nichts zu holen. Das geht mir ein bisschen auf den Sack. 75! So, ist das Eisenvorkommen hier heiß? Ich hoffe. Ich sehe nichts. Okay, fahren wir weiter runter oder hoch oder ich weiß auch nicht. Gehen wir mal nach ganz unten. 110. Ne, 100 nur, nicht 110. 100. Können wir noch irgendwelche krassen Fische fangen hier unten oder ist das gar nicht drin? Ich weiß es gar nicht. Ich habe gar keine Bomben mitgebracht. Das ist doof. Ich brauche doch Bomben. Was brauche ich denn generell noch so? Also Gold auf keinen Fall. Gold brauche ich nicht. Ich hätte das mit dem Schwert machen sollen. Das wäre schneller gegangen und hätte mehr Spaß gemacht. Wo ist die Fledermaus? Wo ist die... Okay. Bis dato keine... Ich wiederhole, keine Geoden. Das ist tragisch und traurig, aber rote Schleime. Ho! Ha! Ha! Ich bin... Alter, was denn los hier? Ich bin dauernd geslaut, Mann. Das ist echt irgendwie eine krasse Katastrophe hier unten. Ich will das gar nicht. Okay, Saps. Super, freue ich mich. So, und da hätten wir ein bisschen Gold. Und zwar 4 Stück in einer Ader. Das ist... Ey, das ist crazy. Das ist echt crazy. Da oben ist eine Kiste. Vielleicht hält die ein paar Geheimnisse für uns bereit. Nein, bloß Wood. Bloß Wood. Okay, Geodenfarben ist eher nicht so... Nicht so spannend, was? Zumal wir überhaupt nichts finden. Warte. Dräng dich nach oben, dräng dich nach oben und dann vernichte ich dich. Kohle, 3 Stück. Was ist das für eine dynamische Musik? Sie gefällt mir sehr. Sie gefällt mir wirklich sehr. Okay, Kohle. Kohle und Gold. Mehr Kohle und mehr Gold. Und dann verkaufen wir mal ein bisschen Gold. Mal sehen, wie der Kurs so ist. Ich brauche dringend mehr Geld. Und wenn wir Gold verkaufen, haben wir so gut wie gewonnen. Ich meine, ne? Wir reden über Gold, Mann. Wo ist die Leiter? Niemand weiß es. Ich bin ein bisschen unter Druck. Keine Ahnung, aufgrund der Musik. Oh! Ha, 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 whoop, wow! Okay, da kommt Frank der Schlechter wieder raus. Er hat's immer noch drauf. Mehr Gold für Frank. Mehr Gold in den Taschen heißt mehr Spaß. Ja! Lassen Sie mich in Frieden! Ich habe ein Schwert und ich werde es einsetzen gegen Sie. Meine Ausdauer ist am Boden. Ui! Okay, perfekt. Lauf, 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 lauf! Lauf! Lauf, lauf, lauf! Alter, der macht mich fertig! Komm schon! Da ist irgendjemand drin in seinem Haus. Ich muss mal ganz kurz... Oh, wir haben schon wieder diesen Glowring eingesammelt, was? Ey, wie oft denn noch? Wie oft denn noch? Das muss gegessen werden. Mh, lecker, ein Field Snack. Mh, noch ein, komm schon. Ziehen wir uns direkt rein. Ich find's gut, dass die Musik immer noch da ist. Denn normalerweise hört sie nach 2 Sekunden wieder auf und das ist dann irgendwie total bedrückend und still. Hier unten in den Minen. Oh nein! Ich kann das nicht gutheißen, ich kann das nicht gutheißen. Wo kommt ihr alle her? Da kommt einer her. Die ist aber Geschichte. Fertig. Ja. Ja, Frank. Macht keine halben Sachen, Mann. Kommt schon, ihr blöden Viecher. Kommt schon. Ich habe keine Angst vor euch. Ich habe ein Schwert. Oh, guck mal hier. Auer. Auer. Ja, kommt schon. Von allen Seiten ist unfair. Ja. Aua, 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 ich sterbe. Vielleicht auch nicht. Okay, okay, ganz cool bleiben. Frank? Oh, noch mehr von den blöden Fledermäuschen. Ja. Yo. Yo, okay, gut. Wir haben es geschafft. Was schmeiße ich jetzt weg? Was schmeiße ich weg? Saps? Wer braucht schon Saps, wenn man
diese Essenzen haben kann. Es ist 6 Uhr. Wow. Es ist 6 Uhr? Die Zeit vergeht so schnell. Heilige Fledermaus. Ich muss hier raus, glaube ich. Ich glaube, wir haben genug gefunden und gesammelt. Eigentlich haben wir gar nichts gesammelt oder gefunden. Nur Gold. Okay, pass auf. Wir machen das jetzt mal so. Wir gehen jetzt hier raus. Aus der Mine hinaus an die Oberfläche und dann zurück nach Hause. Wir müssen dringend mal gucken, wie viel so eine Goldbarren-Geschichte wert ist. Ja, guck mal. Do nothing. Leave the mine. Alright. So, Abenteuerliga. Ich brauche mal kurz, eure Ladentheke, denn ich muss dringend diesen Ring verkaufen. Den brauche ich nicht. Guck mal. Den brauche ich echt überhaupt gar nicht. Den hier. Warte mal. Den hier. Supi. 21 bringt 315 ist, okay, hebe ich aber erstmal auf. So, gucken wir mal an die Liste. Wie sieht's aus? 200 von 1000 Slimes. Okay, wir haben viel zu tun. Okay, wir müssen. Hallo, Gil? Habe ich irgendwas geschafft? Na, ich habe noch nichts geschafft. Ich muss hier richtig farmen in den Minen. Das ist echt nervig. Ich dachte, ich habe schon irgendwas, aber nee. Habe ich gar nicht. Ich habe gar nichts. Ab nach Hause mit mir, du. Ab. So. Ich weiß gar nicht, wie viel verkaufen wir denn jetzt davon? Busstop. Halten wir am Busstop. Und trotten dann langsam nach Hause. So, ich habe 4 Eisen aufgesammelt. Und insgesamt habe ich jetzt wie viel? Ich weiß gar nicht. Warte. Wir haben 5-4. Dann haben wir noch, warte mal, das können wir auch noch reintun. Das geht rein. Das geht gut rein, du. Eine Bronze. Barrengeschichte. Oh Mann, ich, ein Bronzebarren. Meine Güte. Lern doch mal zu reden, Junge. Was ist los mit dir? 169 Gold, 43 Iron. Das reicht auf jeden Fall aus, um alles abzugraden. 8 Kohle, ein bisschen wenig. Wir müssen also Holz hacken und, Gold. 6 Goldbarren, aber das heißt, wir können hier noch ein bisschen was verkaufen. Lass mal Goldbarren verkaufen, alle. Einfach mal gucken, was passiert. Ich will wissen, wie viel wir da rausbekommen. So, das kommt hier rein, das kommt hier rein, das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Das kommt sowas von hier rein. Dann kommt, das hier rein, das hier rein, das hier rein und das hier rein. Und das habe ich vergessen, da oben rein zu tun. Oh, Mist. Na gut. Holen wir nach. So. Ist erledigt und jetzt schmeißen wir mal 6 Goldbarren da rein. Also ganz ehrlich, wenn das nichts wird, weiß ich auch nicht. Ich habe so viel davon. Zack, und jetzt hauen wir noch ein bisschen auf den Bäumen rum, denn die kann ich nicht gutheißen. Die müssen fallen, die müssen alle fallen. Besonders du hier oben, du komischer Baum. Und ich muss auch dringend wieder diese kleinen Dinge hier auf dem Boden sammeln. Guck mal, die hier, das. Genau. Genau das will ich sammeln. Weg. Okay, gut. Diese kleinen Mini-Bäume haben hier nichts zu suchen. Ich muss langsam mal alles wegroden. Ne? So. Läuft gut bisher, läuft gut. Mann, der Wald ist echt dicht hier oben. So langsam. Ich finde das echt nicht gut. Wie konnte das bloß passieren? Ich meine, breiten sich die Wälder hier von alleine aus, wenn man einmal nicht dabei ist und aufpasst? Ich glaube schon, ne? Genau das gleiche mit den Steinen hier. So. Okay, der Baum kommt noch mit hier. Zack, zack, zack. Yo, weg, muss er. Ja. Das macht Spaß. Der muss auch noch weg. Und dann ist es auch langsam mal Zeit fürs Bett. Weißt du, Zeit fürs Bett. Wir haben heute genug gemacht. Ah, und dann muss ich mir überlegen, wie ich das jetzt mache hier mit den Zusammenschnitten und wie lange ich jetzt noch diese Problematik aufrechterhalten will, dass ich jeden Tag eine Folge widme. Jedem Tag eine Folge widme. So, genau. Und wann ich damit anfange, zusammenzuschneiden. Ach Mann, das ist alles so schwierig. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, im Endeffekt mache ich mir damit mehr Arbeit, aber es wäre spannender zum Zusehen. Beziehungsweise, ja, ich weiß nicht. Wir werden sehen. So, das soll's fürs Erste gewesen sein. Diese Stelle ist kahl, das ist gut. So, wir haben 140 Holz gesammelt. Ja, hallo, Mann. Wir bauen mal ganz kurz noch so einen Ofen, so einen Charcoal-Kiln.
Dafür brauchen wir einen Goldbarren, den wir nicht mehr haben, aber wir können ja mal... Ich kann gar nicht mehr reden, was los? Einen nehmen wir uns wieder raus, warte mal. So, denn einer kostet ja einen Goldbarren, perfekt. Dann stellen wir den mal wohin, ich weiß gar nicht. Am besten stellen wir den hier hin, oder da oben, oder hier, weißt du, hinter dem Briefkasten, hier einfach so. Zack, passt, läuft. Rein, rein, zwei Kohle, ne? Sind auf jeden Fall jetzt in der Mache. Das ist gar nicht mal korrekt gewesen gerade, das muss da wieder raus. Das kommt da rein, und das kommt da rein, und der Rest kommt... ganz woanders rein. Hier daneben nämlich. Daneben. So, 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 so. Und das war's auch schon mit dem Tag heute. Warten wir auf morgen. Mal sehen, was es bringt. Ne? Der Tag morgen, meine ich. Das kommt mit. Und das kommt mit. Und jetzt gehen wir ins Bett. Das ist mein Plan. So. Zack. Drei Resin haben wir schon. Drei. Das ist stattlich. Kohle ist auch fertig. Okay, ich denke, diese Öfen lohnen sich schon. Ich meine, Holz bekommen wir sowieso immer ohne Probleme zusammen. Das ist gar kein Problem. Oh, warte mal. Nee, ich gehe mal ins Bett jetzt. Ich gehe ins Bett. Alles andere dann morgen. Schundboy, wo auch immer du bist, schlaf schön. Gute Nacht. Na, das ist doch überhaupt gar nicht lohnenswert. Ganz ehrlich, 250... pro Goldbarren, das ist nix. Das ist echt nix. Wir müssen davon Abstand nehmen. Definitiv. Der nächste Tag ist angebrochen und das heißt, ich mache jetzt einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen dann, ne? Macht dir noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüssi.